Willkommen, Tochter. Mutter, ich weiß, wie das aussieht, aber ich komme nicht wegen der Akademie-Orientierungseinheit. Willkommen. Hypnotische Kryptomiten. Wieso sind die hypnotisch? Bestimmt durch ihre Spiralaugen. Anscheinend hat Lina Kryptomiten mit Eclipsos Hypnodiamanten gekreuzt. Leute? Los, wir suchen Linas Generator, bevor... Amazon, greift an! Na, klasse. Wir wollen ihnen nichts tun, also... Das Generatorsignal wird stärker. Ich denke, ich weiß, wo er ist. Der mächtigste Platz auf der Insel. Von dort ziehen wir in den Kamm. Oder schauen Filme. Folgt mir. Ich hatte recht. Da ist er. Er ist aber größer als die anderen. Bestimmt eine Notfallsicherung, die sich automatisch einschaltet, wenn die anderen Generatoren ausgehen. Die Notfallsicherung hat doch keine Notfallsicherung, oder? Das können wir nur so rausfinden. Wir haben keine Zeit zu feiern. Mein Volk ist immer noch in Gefahr. Der Ersatzgenerator auch. Genau deswegen werdet ihr von Schurken so gehasst. Und genau deswegen habe ich eine kleine Versicherung mitgebracht. Eclipso! Was ist? Gefallen euch die hypnotischen Kryptomiten, die ich euch schickte? Die waren von dir? Unschwer an meiner Farbe zu erkennen. Violett ist auch meine Farbe und grün. Was heißt überhaupt Versicherung? Das heißt mein Plan B, falls deine Notfallsicherung ausgeschaltet wird. Ich werde deine Dienste nicht länger brauchen, denke ich, Luther. Weißt du eigentlich, wie viel der Notar gekostet hat? Egal, als Herrscherin der Erde warst du ja sowieso nie vorgesehen. Was kümmert dich das? Du wärst wieder auf Gemworld gewesen. Da hat wohl eine das Kleingedruckte nicht gelesen. Ich kehre nicht zurück nach Gemworld. Ich verwandle die Erde in ein neues Gemworld. Was? Ja, na klar. Erst unser elektromagnetisches Energiemuster angleichen mit dem von Gemworld. Und dann, wenn sie gleich sind, Transfer der organischen Matrix von Gemworld, was die Erde total umformen wird. Ich nenne das eher Magie, doch meinetwegen. Anscheinend hast du so Spoilergerede gern. Du hast mich schon wieder angelogen. Und das habe ich sehr genossen. Tja, ich muss los. Die Erde transformiert sich ja nicht von selbst. Na los, wir müssen sie aufhalten. Wir? Loyalität ist nur ein Virus. Nichts weiter. Virus. Virus. Ein Computervirus, na klar. Und natürlich werde ich euch dabei helfen. Supergirl, wie schnell sind wir bei meinem Bunker? Super schnell. Mädels, ich fürchte, es gibt ein Problem.